Mit seinem Debütalbum Zeit bleibt Zeit tourt der Singer-Songwriter Micha Meissner alias Mr. Me gerade durch die Städte und erfreut seine Fans mit deutschsprachigem Pop, einer Mischung aus Hip-Hop und akustischen Pop-Elementen. Mit Texten, die über die Oberfläche hinausgehen. Am 30.11.2017 gab der Newcomer auch in der Sputnik-Halle in Münster ein Konzert. Wir haben ihn gefragt, wie ein Lied in der Band entsteht. Von der Inspiration über den Text bis hin zum fertigen Song. Mit viel Zeit auf jeden Fall. Das ist so für mich ein großer Indikator. Das geht eigentlich meistens los, dass ich sammle eigentlich grundsätzlich jeden Tag Worte, Sätze, Themen auch. Ich lese viel, gucke mir viel zeitpolitische Sachen an, so was so gerade los ist gesellschaftlich. Bastel daraus dann roten Faden und irgendwann geht es dann so ein bisschen ins Studio, dass man sagt, okay, heute machen wir aus diesem roten Faden erstmal einen Status Quo und dann machen dann einen Song. Uns hat interessiert, wie er seine Balance findet, zum Beispiel nach stressigen Auftritten und Touren. Ich finde, glaube ich, nicht so richtig Balance und ich weiß auch gar nicht so richtig, ob ich die finden will, weil ich das bei mir festgestellt habe, dass durch genau so eine fehlende Balance eigentlich gut Themen sich entwickeln für Songs. Also nach Tour bin ich erstmal auf jeden Fall 5, 6, 7 Tage also komplett erstmal isoliert und mache erstmal komplett mein Ding und muss erstmal wieder zurückfinden ins normale Leben, sag ich mal. Und diese Leere, die dabei aber entsteht, ist eigentlich ein total toller Inspirationsfaktor, zum Beispiel um Songs zu schreiben. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.